Hallo ihr Lieben, wir machen heute zusammen eine Muttertagskarte und zwar, wie soll es auch anders sein, schnell und einfach. Wir brauchen als allererstes mal einen Kartenrolling. Muss ich gerade mal schauen. Aua, ich nehme meine Lieblingsmaße. 21 mal 14,5 und bei 10,5 falten. Jetzt muss ich gerade mal sehen. Ich habe hier noch einen Rest übrig. Moment, Moment, Moment. Mal schauen. 21, genau, mal 14,5. So, jetzt habe ich es. Und dann bei 10,5 Falzen, das mache ich gleich mal. So, haben wir das fertig. Das ist wieder eine Karte, die könnt ihr entweder so nutzen oder auch nach oben zu. Heute machen wir mal wieder die altmodische, ne, nach links. So. Falzen. Mir ist aufgefallen, wenn ich es nicht mache, wird es irgendwie Käse. Passiert mir doch ein bisschen öfter. Der Finger, ja, ich merke es gerade wieder, der tut beim Belasten noch weh. Komisch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es schon längst weg ist. Irgendwie doch nicht. Gestern ist der nochmal angeschwollen, was mich auch so ein bisschen irritiert hat. Also, ich beobachte das jetzt mal noch ein paar Tage und wenn das dann immer noch nicht besser ist, dann sollte ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Scheiße. So, dann machen wir natürlich eine Mattung. Wie soll es auch anders sein? Machen wir 10,3 mal 14,3. Soll ja alles immer schön einfach gehen. Ne? Das ist dann ein schöner Rand. So, und jetzt brauchen wir noch ein Stück Weiß, das müssen wir bestempeln. Jetzt muss ich gerade mal gucken, meine Kruschkiste hier oben. Ich habe immer noch so Stücke Weiß übrig. Ob da was breit genug ist. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie breit ist das? Mach mal 10. Da geht wahrscheinlich ein Millimeter weg. Nee, noch nicht mal. Das ist 10. 10 mal 14. Das ist ja auch so ein beliebtes Maß von mir. Erst krumm, ungerade, dann gerade. Und das sieht gut aus. Da haben wir einen schönen süßen Rand. Und das ist übrigens Rosenrot. Die Farbe hat es mir echt angetan. Ne? Ist ein bisschen spät jetzt, weil sie rausgeht, aber kommt. Naja. Gut. Haben wir das fertig? Sind wir mit dem Schnibbeln fertig? Soweit. Ja, wir müssen dann noch was ausschneiden, aber soweit mit der Karte sind wir erstmal durch. Karte und Mattung kann weg, das kann auch weg. Und jetzt brauchen wir unser Aufleger, den wir jetzt bestempeln. Und zwar, da es ja für den Muttertag wird, machen wir viel mit Herzen, beziehungsweise es wird sehr herzig. Eigentlich nur besteht es aus Herzen, wenn man es mal so sagt. Wir stempeln jetzt erstmal einen kleinen Hintergrund mit diesen kleinen Herzen hier. Und zwar. Einmal diese hier. Dann, wo ist es? Hier unten das. Und dieses. So. Die anderen kommen dann noch. Wir machen erstmal den Hintergrund. Da brauche ich meine, falsch rum, meine Acrylblöcke. Schon parat gelegt. Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Ein bisschen laut. Jetzt finde ich meinen kleinen nicht. Hier. Ich wechsle das dann einfach mal. Müsste mir mal noch einen kleinen zulegen. So. Und den könnte ich eigentlich auf den hier tun. Das müsste passen. Ja, das passt. So. Also, wir machen jetzt erstmal einen Hintergrund. Und zwar Savanne, Kirschblüte und wie gesagt Rosenrot. Ich finde es einfach nur geil. Ich finde, die drei passen gut zusammen. Wir fangen an mit, ich denke mal, Savanne und stempeln jetzt. Man könnte jetzt von hier nach da stempeln oder von so nach so. Ich werde mal sehen, wie ich es mache. Aber der Fokus soll dann ungefähr hier liegen, ne? Wir stempeln dann noch diese großen Herzen.
stempeln wir dann aus, schneiden wir aus und nehmen den so als Mittelpunkt, aber erstmal so einen Hintergrund müssen wir schaffen. So, oh, das ist echt schwierig, wenn man den Zeigefinger nicht nutzen kann. Es ist Mist. Also, ich nehme jetzt erstmal diese hier und gehe jetzt doch erstmal in Kirschblüte rein. Ich hoffe, ihr seht alles. Jo. Und mache mir da jetzt einfach hier und da welche. Dann nehme ich mir das andere. Ich könnte das natürlich auch vorher abstempeln. Dann ist das ein bisschen weicher. Also nicht so hart. Ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Nicht so hell. So. So. Noch eins. Mal hier nur eins hin. So. Ich gehe nochmal Kirschblüte rein, stempel das auch ab. Zack. Und pack das mir hier oben nochmal hin. So. Auch nochmal heller. Das versagt die Stimme. Dann gehe ich mit dem, was nur so umrandet ist, gehe ich auch rein. Einmal abstempeln. Das war nichts. Einmal abstempeln und setze mir das hier oben hin. Also das könnt ihr willkürlich machen. Ne? Das ist so, wie euch das gefällt. So, jetzt gehe ich mir hier in die in das Rosenrot. Ich schaue mal, wie das aussieht. Sehr dunkel, aber macht nichts. Da knallen wir einfach hier eins hin. Und hier unten. Aber irgendwie fehlt hier noch was. Da müssen wir noch was hinmachen. Ich würde sagen, da gehen wir mal in Rosenrot rein, stempeln das einmal ab und knallen das hier rein. So. Und dann setzen wir hier ungefähr den Mittelpunkt. Das kriegen wir schon hin. So. Quatsch, das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir auch nochmal. Brauche ich gar nicht zumachen. Ja, heute ein bisschen verwirrt. Alles ein bisschen komisch zurzeit. Ja. Wir brauchen Weiß. Weiß. Jetzt muss ich wieder zu meinen Schmierpapieren greifen. Also falls ihr irgendwie was zuschneidet oder so, schmeißt auch sowas nicht weg. Da kann man halt gut ja, Sachen draufstempeln, die man dann ausschneiden möchte. Das mache ich jetzt wieder auf. So. Und zwar möchte ich einmal dieses Herz hier. Dann möchte ich das gepunktete. Aua. Scheißfinger. Dann möchte ich noch das. Das volle nehme ich dann auch nochmal. Und ich will das hier. So. Und einen Spruch machen wir dann natürlich auch noch. Das kann erstmal weg. Also. Ich brauche meine Stempel. Acrylblöcke. So, das große Herz hier, das möchte ich in Rosenrot. So, wie gesagt, die schneiden wir dann aus. Das ist jetzt wurscht, wie die, wohin die kommen. Okay, das habe ich euch ja mal gesagt. Falls die Stempel neu sind, dann mal vorher abstempeln. Aber es hat ja generell so einen Look, so ein... Also, dass das nicht komplett ausgefüllt ist. Aber dass das in der Mitte, das stimmt nicht. Da haut gerade was nicht hin. Da muss ich mal schauen, was hier los ist. Weil so viel. So, jetzt stimmt's. Da haut er was nicht ganz hin. So. Das haben wir. Jetzt brauchen wir das hier. Das machen wir in... Autsch. Das machen wir in Savanne. Müssen wir mal schauen, ob wir es dunkel machen oder hell. Mir wäre heller fast lieber. Also machen wir das Ganze normal. Dann einmal abstempeln und steppeln. Das ist schöner. Das ist ein bisschen heller. Das passt besser. So, dann brauchen wir noch
dieses gestreifte hier, das mache ich mir in Kirschblüte und das stempel ich, glaube ich, auch einmal ab. Bin ich noch im Bild? Ich bin gar nicht im Bild, kann das sein? Das ist ein bisschen hell, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Dann das hier noch. Ist halt diesmal viel Stempeln, ne? Aber es geht ja trotzdem schnell. Dieses hier noch. Das machen wir in Kirschblüte, aber normal. So, dass es ein bisschen dunkler ist. Und dann machen wir noch das eine Herzchen, was wir hier hatten. Autsch, Finger, Finger, Finger. Das machen wir auch nochmal in... Das weiß ich gar nicht, wohin. Hier, so. Machen wir erstmal eins, werden wir dann sehen. So. Damit sind wir erstmal fertig. Genau. So, und jetzt geht's ans Ausschneiden. Mal sehen, ob ich euch da mitnehme, ob ich euch vollquassel. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig für mich fürs Schneiden. Ne? Ich mache das halt mit dem Mittelfinger jetzt, was ein bisschen blöd ist, aber da muss ich durch. Ja. Gibt es irgendwie was Neues? Bei euch vielleicht? Bei uns? Ja. Ja. Gibt was Neues? Ja. Ist aber, ja, möchte ich noch nicht drüber reden. Ist halt ein bisschen doof alles zurzeit. Deswegen, falls ich irgendwie eine andere Stimmung habe als sonst, seht's mir nach. Ich werde es euch dann vielleicht mal erzählen, wenn es soweit ist. Genau, aber wir wollen ja nicht Trübsal blasen. Es soll jetzt hier um die Muttertagskarte gehen. Ihr könnt es natürlich auch umwandeln, ne? Das sage ich euch ja immer wieder. Die Karten, die ich mache, die könnt ihr natürlich auch für jeden Anlass nehmen. Herzen passen ja auch gut für Hochzeit oder wenn man jemanden besonders lieb hat. Oder Geburtstag. Also Herzen gehen ja eigentlich immer. Aber Herzen... Oh, jetzt habe ich das Herz geschnitten. Nein! Herzen ist halt sowas für Muttertag, ne? Und da steht nun mal vor der Tür. Ich glaube, der ist am 13. Ich glaube schon. Gott, die Herzen sehen aus. Durch meine Schneidkünste. Hilfe. Ei, ei, ei. Nun gut. Ja. Ich denke, ich werde jetzt schnell Pause machen und das ohne euch fertig machen. Weil das ist ja nie so spannend, hier zuzugucken. Ich habe auch nicht gerade irgendwie was zu erzählen. Tut mir leid. Falls ihr vielleicht irgendwas habt, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Sehr gerne. Ich lese ja gerne eure Nachrichten, auch gerne eure E-Mails. Und wie gesagt, ich versuche auch mal jede zu beantworten. Falls ich es nicht schaffe, dann habe ich es eventuell vergessen. Es kann auch mal sein, dass ich erst 4-5 Tage später antworte. Das passiert auch mal. Da habe ich halt gerade so ein bisschen Stress. Oder es kann auch mal sein, dass ich es vergessen habe. Ja, das passiert mir auch ab und an, dass ich in die E-Mail reingehe, gucke, lese und dann muss ich schnell weg, irgendwo hin. Und dann Augen aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Dann habe ich es vergessen. Und später, wenn ich dann mal wieder in die E-Mail reingehe, dann sehe ich, oh, scheiße. Hast ja wohl was vergessen. Genau. So. Ihr Lieben. Wir sind ja fast fertig. Habe ich es doch wieder geschafft, euch voll zu quasseln nebenbei. Sind nur noch 2 Herzen. Was macht ihr denn so Schönes zum Muttertag? Geht ihr zum Beispiel mit eurer Mutti weg? Macht ihr für sie Frühstück? Abendessen? Was weiß ich? Gibt es da irgendwie Rituale bei euch? Bei uns wurde das nie so zelebriert. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich meiner Mutter irgendwie als Kind was geschenkt habe. Mutti, das musst du mir mal sagen, wie das war. Oder generell, wie das bei uns Geschwistern, bei uns Kindern war. Weil irgendwie ist das bei uns nicht so groß geschrieben. Bei manchen ist das ja. Ne? Die machen ja ganz viel mit der Mutti am Tag und so. Habe ich auch schon gehört. Aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie das bei euch ist. Würde mich mal interessieren.
Oder wie ihr das auch mit dem Vatertag haltet. Bei uns war es ja immer so, Vatertag ist Vatertag. Heißt, mein Vater macht was mit damals mit meinem Opa oder halt mit einem Freund zusammen. Ich glaube, die Jahre hat sich jetzt geändert gehabt. Da hat er dann mehr mit der Familie zusammen gemacht. Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Ich wohne ja schon ein paar Jahre nicht mehr zu Hause. Ja, aber wie ist denn das bei euch? Feiert ihr Vatertag mit der Familie zusammen oder haut der Papa ab? Das könnt ihr mir ja auch mal sagen. So, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, wie das ungefähr werden soll. Wir brauchen dazu 3D-Pads. Ich will mal Dimension sagen, aber ich mag das Wort nicht. Gut, ich glaube, ich klebe erstmal das Große auf. Ich habe gerade ein Herz weggeschmissen. Das ist erstmal ganz woanders gelandet. So, das kleben wir jetzt erstmal auf. Da, wo ihr denkt, da ist schön. Da ist schön. So. Patsch, passt. So, dann. Könnte man das schon theoretisch, mache ich, mit den 3D neben mir drauf pappen. Soll ja schön schnell gehen, ne? Eigentlich dürfte ich gar nicht so viel quasseln. Heute hätte ich auch ein Video machen können ohne sprechen, aber ich dachte mir, komm, ich rede mal wieder mit euch. Das tun wir jetzt so, wie es schön ist. So, wie es euch gefällt. Dann nehmen wir das. Da kommen auch welche drauf. Ich hab's ja. Gott, wie das klingt. Nein, ich habe jetzt endlich. Ich habe mir welche nachbestellt. Ich hab sie wieder. Meine heißgeliebten. Musst ja, ne? Das waren ja meine letzten. Ganz schlimm. Es ist echt schwierig. Ohne Zeigefinger. Ich sag's nochmal. Jetzt ist er mittlerweile grün. Naja, alle Farben gehe ich mal durch. So, das eine Herz hier kommt, ach, was weiß ich, kommt, ich muss gerade mal schauen, ich muss gerade mal anheben, weil manchmal sehe ich es ja nicht, da will ich euch ja meinen Kopf nicht ständig in die Kamera halten. Okay, Moment, ich habe jetzt hier gerade einen Fehler gemacht. Hier hängt das nämlich hoch. Und das ist Käse, dann muss das 3D-Pad mal ab. Weil sonst haut das ja nie hin. Aber macht ja nichts. Man kann ja korrigieren. Ne? Und ich bin ja auch nicht unverfehlbar. Das ist keiner. Also wer denkt, er ist unverfehlbar, ja, guten Morgen. Also, solche Leute gibt es ja auch. Und von denen gibt es ja leider auch viel zu viele. Aber was soll's. So, jetzt passt das. Ne? Sonst haut das nicht hin, wer hier in der Menschen ist und hier und da steht die Ecke weiter oben. Sieht dann ein bisschen komisch aus. So, jetzt haben wir die beiden Herzen hier noch. So, die Herzen haben ich kann schon nicht mehr reden. Übrigens so ein, kann man das Aquarell-Look nennen? Klebt der jetzt noch? Ja, der klebt noch. Dann nehme ich den mal für dieses Herzchen hier. Das Herzchen kommt hier hin. Überklebe mal ein anderes. Das war nicht mehr so schön. Und das Herzchen irgendwo da so. Dass das mit im Reigen ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Ach ja, ich habe es vergessen. Egal. Wenn man nicht ganz beisammen ist, das merkt man richtig. So, ich klebe das jetzt erstmal hier auf. Und dann machen wir noch einen Spruch drauf, weil so ist ja ein bisschen langweilig. Und dann kommt da natürlich noch Glitzer drauf oder so. Ich habe natürlich auch noch, was ich mir auch noch bestellt habe, was ja leider auch aus dem Sortiment geht. So Holzteile. Hier. Geht ja auch aus dem Sortiment. Glaube ich. Geht das aus dem Sortiment? Ich glaube schon. Diese Holzteile, und zwar Sterne und Herzen. Und zwar eigentlich ganz schön viele, wenn man mal überlegt. Oh, ich sollte es erstmal festdrücken, ne? Oh Mann. Ich bin ein Schussel.
Dann habe ich überlegt, dass hier die Teile, boah, komm her, so geliefert werden. Und dann kann man sich ja das Innere rausdrücken. Jetzt mache ich es bestimmt kaputt, ne? Nee. Ne, da hat man einmal das Innere und dann noch so ein Kranz. Und das finde ich, Kranz, die Umrandung. Oh, finde ich geil. Das ist eigentlich ganz schön viel. Und auch ganz klein. Guck mal, seht ihr das ganz klein? Ist ja süß. So. Das haben wir. Das kommt dann. Ich muss hier gerade mal gucken. Hier war irgendwo ein Knick. Hier ist ein Knick, genau. Dann hier noch. Wir waren. Ich habe doch noch was zu erzählen. Mir fällt doch noch was ein. Wir waren gestern Frisbee spielen. Autsch. Ja, ich habe wieder Frisbee gespielt. Aber nur mit links. Ich habe die rechte Hand nicht genommen und es geht eigentlich ganz gut. Bin zwar Rechtshänder, aber links spielen ging. Ja, und mein Freund sagte dann schon, er weiß ja, dass ich ein Tollpatsch bin. Und er sagte dann aber von wegen, ich ziehe das Unheil auch an, weil er wirft. Entweder habe ich kurz nicht aufgepasst oder, keine Ahnung, war in Gedanken woanders. Ich weiß es nicht. Jedenfalls trifft mich die Scheibe genau zwischen Nase und Augen und schießt mir voll meine Sonnenbrille weg. Das war, ja, das war geil. Da war ich schon auch erstmal wieder bedient. Ne, erst das mit dem Finger, dann das, also toll. Aber ist zum Glück nichts passiert. Hätte ja auch anders ausgehen können, ne? Bei meinem Glück. Ja. So. Ich wollte noch einen Hab dich lieb drauf. Krachen, entweder das, vielleicht ist das zu groß, ich weiß es nicht, oder hab dich so lieb. Und ich glaube, das hab dich so lieb gefällt mir gerade mal besser. Das tue ich mir einfach hier drauf. Eigentlich soll es schnell gehen, nicht quasi zu viel, ich merke es schon. So, ne, das brauche ich nicht. Stempeln wir das noch schnell? Ja gut, das Ausschneiden dauert ein bisschen, ne, aber das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Hoppala, das Herzchen. Schafft ihr es auch immer so, euch so zu beschmattern? Also in meinem letzten Video habe ich das ja, glaube ich, kurz in die Kamera gehalten, wie meine Hände dann aussahen. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, der Stempel ist neu. Also heißt, schauen, wie es aussieht. Hoppala. Super. Okay. Hab dich so lieb. Das haue ich mir jetzt einmal hier unten hin. Passt, wackelt Luft. Dann schneiden wir das auch noch schnell aus. Schauen wir mal, ob wir es gerade machen oder mit Fähnchen dran. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wie man es gerade haben möchte. Aber ich glaube, ich mache es heute mal gerade. Ich kann irgendwie nicht gerade schneiden. Könnt ihr gerade schneiden? Also ich finde das so schwierig. Allein jetzt erstmal. Das finde ich auch schwierig hier. Ach, Kacke. Entschuldigt. Also entschuldigt meine Ausdrücke immer wieder mit Scheiße und so, was ich immer sage. Ich bin so. Kann nichts dafür. Und ich ärgere mich halt, wenn ich dann nicht meinen Finger nutzen kann, wie ich möchte. Man versucht es immer wieder und dann merkt man, aua, es tut ja weh. So. Hab dich so lieb. Ich hätte ein bisschen mehr Weiß dran lassen können, aber jetzt ist auch. Der Spruch ist ja das Wichtige, ne? So. Wie sieht schon wieder aus? Oh, ich habe irgendwie ganz schön drauf rumgedrückt hier. Jetzt sind hier so schwarze. Seht ihr das? Sind hier so schwarze Abdrücke? Ich muss mal gerade sehen, ob das stört oder. Ja, nö, eigentlich stört es nicht. Aber irgendwie ist es krumm und schief. Ach, sowas ärgert mich ja dann auch, ne? Aber das kriege ich nicht mehr gerade. Egal. Da machen wir jetzt auch noch einen Dimensionier drauf, weil ich es einfach schön finde. Ich halbiere mir den. Hier. So. Das dürfte reichen. Einfach einen durchgeschnitten. So. Und dann kleben wir das so ungefähr hier so. Passt, ne?
Ist das gerade? Ihr seht es gerade eher als ich. So. Sehr schön. So, jetzt dekorieren wir natürlich noch. Wie soll es auch anders sein? Weil so ist schon gut, aber man kann noch ein bisschen mehr draus machen. Schauen wir mal, ob wir hier mal so ein Holzherzchen nutzen. Vielleicht hier. Ah, das ist zu krass, ne? Das ist zu viel. Vielleicht was Kleines. Wenn nicht, machen wir einfach noch Glitzersteinchen drauf. Hier sind die kleinen. Ach, die sind echt süß. So. Geht das? Jetzt bräuchte ich eure Meinung. Genau, mir fällt was ein. Hättet ihr mal Lust auf einen... auf ein Bastel-Livestream, nennt man das so. Wäre das was, wenn ich halt live gehe, online gehe und mit euch zusammen bastel? Hättet ihr da Lust drauf? Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Weil dann würde ich da versuchen, irgendwie mal was in die Wege zu leiten. Weil es ist ja auch ganz oft so, dass ich euch im Video frage, na, was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Ich warte quasi immer auf Antwort und kriege keine. Natürlich weiß ich, dass ich keine Antwort kriege. Ich sitze ja alleine. Aber, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Hättet ihr da Lust drauf? Wäre das was? Und wenn ja, wenn ihr Lust drauf hättet, was wäre so die geeignete Zeit? Also, wäre das eher so in der Woche oder am Wochenende? Wäre das eher mittags rum oder am Abend? Oder frühmorgens sogar, kann ja auch sein. Da wäre ich echt mal gespannt drauf. Weil Lust hätte ich schon. Es wäre irgendwie schon cool zu basteln und dann nebenbei mit euch da zu quatschen. Also ihr schreibt ja in dem Moment, aber ich rede ja da mit euch. Wäre irgendwie cool. So. Zu guter Letzt, wie soll es auch anders sein? Wir brauchen noch ein bisschen Funkelfunk, Glitzer, Glitzer. Schauen wir mal, was wir nehmen. Entweder die kleinen oder die großen. Da weiß ich immer nicht. Da gucke ich dann immer vorher. Ich halte mir die dann so hin und gucke, ob die mir dann zu groß sind. Aber nö, gefällt mir. Und dann setze ich mir die hier einfach so, wie ich will. So, magische Zahl 3. Und wir sind fertig. Sollte schnell gehen. Ich weiß, aber ich quassel halt einfach zu viel. Ihr kennt das ja immer. Ich sage immer erst, ich habe nichts zu erzählen. Und dann fällt mir doch ein bisschen was ein. So. Wie gesagt, entschuldigt mir ein bisschen, wenn ich am Anfang, jetzt im Laufe der Zeit habe ich es mitgekriegt, dann ging's. Aber wenn ich am Anfang ein bisschen komisch bin oder war, ich rede bald drüber. Falls dann alles okay ist. Egal. Ihr Lieben, so sieht's aus. Schnell, einfach, ihr habt gesehen, das ist ja wirklich nur Mattung, Stempeln, Schneiden, Aufkleben. Mehr ist es nicht, ne? Also wirklich rucki zucki eigentlich, wenn Mona nicht so lange quasseln würde. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr habt ja gesehen, da war der Speicher einfach mal voll. Also, was ich noch sagen wollte, wenn ihr das Set noch haben wollt, das Hard Happiness, das ist noch bis Ende Mai erhältlich. Das geht leider aus dem Sortiment. Ne? Also da müsst ihr jetzt schnell sein und zugreifen, falls ihr das schön findet. Ich finde, Herzen gehen immer. Ne? Wie ich ja vorhin schon sagte, kann man ja für jeden Anlass nutzen. So, ihr Lieben, nochmal, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!